Freunde, nach sehr, sehr langer Zeit wieder ein Video für euch. Und zwar habe ich heute die lang ersehnte Stellungnahme 2.0. Ich werde euch erzählen, was vor Gericht so passiert ist und was für eine Strafe ich bekommen habe. Vorab, das Video wird etwas länger. Ich werde viel labern. Man kann es sehen, denke ich. Wem das nicht passt, der darf gerne wegschalten. Dann, bevor ich anfange, wer wissen möchte, was ich heute so treibe, der darf mir gerne auf Instagram folgen. Darum steht mein Name. Das ist mein etwas privaterer Account und ja, wie gesagt, da werde ich jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall aktiver sein. Okay, Freunde, fangen wir mal an. Kurzer Rückblick. Was ist passiert gewesen? Polizei und Zoll standen vor der Haustür. Das hier ist der Beschluss von damals. Ich habe damals bewusst alles nicht veröffentlicht. Jetzt ist das Strafverfahren vorbei, deswegen kann ich das einigermaßen zeigen. Hier abgedeckt, Namen und so weiter. Sie sind mir auf die Schliche gekommen, in Anführungsstrichen, wegen pyrofans.eu. Oben links steht es nochmal. Da wurden die Server in den Niederlanden hochgenommen und alle Kunden aufgedeckt. Angeklagt, also da oben erstmal wegen 21,55 Kilogramm Sprengstoff. Hier oben, zeige ich euch das am besten, reicht eigentlich so, stehen nochmal das ist das Protokoll, was alles mitgenommen wurde von der Polizei bzw. von dem Zoll. Alles nochmal aufgelistet, das habe ich euch bei Stellungnahme 1.0 auch schon vorgelesen gehabt, alles im Einzelnen. Was brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Also, die Hausdurchsuchung war, wenn ich mich nicht täusche, irgendwann Januar, Februar, so um den Dreh 2017. Und die Anklageschrift, wie man hier erkennen kann, September 2018 kam die Anklageschrift. Dazwischen ist sehr viel passiert. Ich habe ja einige Videos in der Zeit gepostet gehabt, beziehungsweise hochgeladen. Und ja, Freunde, ich habe euch da erzählt, dass der Zoll meine Pakete abfängt, dass ich das gemerkt habe und so weiter und so fort. Einige haben mir nicht geglaubt. Hier in der Anklageschrift steht das auch nochmal mit der Postbeschlagung von mir. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, nach sehr, sehr langer Zeit kam diese Anklageschrift. Ich wurde angeklagt in 66 selbstständigen Handlungen. Ja, hier ist alles nochmal aufgelistet. Wer sich das unbedingt durchlesen möchte, kann meinetwegen Pause machen. Also ich werde jetzt nur ein bisschen grob erzählen, worum es hier geht. Also hier ist einfach nochmal alles aufgelistet, alle Waffen, alle Polenböller, die ich hatte. Alles nochmal im Detail aufgelistet, was für Bestellungen und alles Mögliche halt. Was für Gegenstände hier mitgenommen wurden. Dann haben wir hier weitere Gegenstände. Wie man sehen kann, die ganzen Sprengmesser, das hatte ich alles damals schon vorgelesen. Hier ist das nochmal, das hatte ich glaube ich in einem anderen Video auch schon mal erzählt. Da hatte ich kurz bevor der Zoll bei mir ankam, hatte ich noch eine, ja, hier haben sie Ecol Asi geschrieben, Ecol Asi bestellt. Die ich jetzt auch in der PTB-Version habe, die war ohne PTB-Version in der vollautomatischen, die hatte ich aus Tschechien bestellt und kam gar nicht erst an, weil die meine Pakete halt abgefangen haben. Hier habe ich es ein bisschen abgeknickt, weil da unten stehen noch ein paar andere Dinge. Alles eigentlich relativ uninteressant, sage ich mal. Ich möchte euch das aber alles gerne zeigen. Hier sind die waffenrechtliche Einstufung, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, denn es wurde so intensiv alles untersucht und eingestuft, dass da sehr viele Fehler passiert sind, die ich vor Gericht der Staatsanwaltschaft auch vorwerfen konnte, da die Anklageschrift einigermaßen fehlerhaft ist. Hier steht auch nochmal alles Unwichtiges. So, was haben wir hier nochmal? Genau, hier oben wird nochmal erzählt, dass ich Mr. Pyrotyp bin und Feuerwerkskörper im Internet präsentiere und angeblich mit diesem Kanal mein Geld verdiene. Und ja. Hier stehen nochmal meine Vorstrafen. Und hier steht nochmal, dass halt das Zollkriminalamt international zusammengearbeitet hat mit den Niederlanden und so weiter und die da die Server hochgenommen haben. Ich denke mal, das hat jetzt auch jeder mitgekriegt, da das ja vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren war. So, hier auch nochmal sehr interessant, das hat mir, glaube ich, damals auch fast keiner geglaubt. Erstmal die Postbeschlagnahme. Hier unten steht, dass sie erfolglos war,
Die wurde am 11.05.2017, ja, keine Ahnung, wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall wurde die da angeordnet und ja, lief anscheinend bis zum 9.08.2017 lief die. Und hier hat, genau, dieser Zollmitarbeiter hat privat mein Video und auf Facebook und auf YouTube gesichtet und hat halt das gemeldet. Das war, steht es hier irgendwo? Nee, auf jeden Fall waren das die Springmesser. Ich hatte ein Video, ein Unboxing mit Springmessern gepostet, hochgeladen und das hat er wohl gesichtet. Ach, da steht er. Ja, ich gucke hier durch die Kamera, gucke gar nicht auf die Papiere, deswegen ist das ein bisschen blöd. Aber hier steht das. Vier Springmesser, die ich über Amazon bekommen habe, habe ich hier gepostet, hochgeladen und ja, das hat er beanstandet und angeblich wird mir hier auch als Tat 66, wie gesagt, vorgeworfen, wären sie illegal. Das war nicht so. Hier sind noch zwei weitere Papiere der Anklageschrift, habe ich jetzt bewusst verdeckt, weil die unwichtig sind. Das war die Anklageschrift. Also, ich habe die Anklageschrift damals bekommen und danach hat es auch noch mal sehr, sehr lange gedauert, bis es zum Gericht ging und zwar ganz genau genommen noch mal über ein halbes Jahr. Nee, was für ein halbes Jahr, das war ja doch 2018, richtig, halbes Jahr, das war 2019 am 29.05., meine ich. Ich lege euch das jetzt hier nochmal kurz vor. Am 29.05. war dann der Gerichtstermin. Vor dem Gerichtstermin habe ich dann natürlich mit meinem Rechtsanwalt alles Mögliche durchgearbeitet, die ganze Anklageschrift. Und wie schon vorhin erwähnt, wir haben wirklich viele Fehler entdeckt, die wir dann vor Gericht auch gegen die Staatsanwaltschaft verwendet haben. Und ja, letztendlich habe ich von den 66 Verstößen, die mir vorgeworfen worden sind, habe ich nur 8, konnte man mich nur wegen 8 Verstößen verurteilen. Die anderen mussten fallen gelassen werden. Das steht ja auch gleich nochmal in dem Beschluss. Ja, Freunde, vor Gericht war es letztendlich, wie gesagt, ganz einfach. Wir haben die ganzen Fehler, die mir halt in der Anklageschrift aufgefallen sind, der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Sie mussten die Anklage in den Punkten halt dementsprechend fallen lassen. Viele Sachen konnten sie mir gar nicht beweisen, zum Beispiel, dass ich in Deutschland gezündet habe. Deswegen die ganzen anderen Punkte mussten auch fallen gelassen werden. Genau. Die Verhandlung dauerte auch wirklich ziemlich lange. Ich habe vor Gericht auch noch erfahren, dass der Verfassungsschutz mich überwacht hat, aufgrund von türkischen Gruppierungen und Extremismusverdacht und so weiter und so fort. Ja, das habe ich eher so nebenbei erfahren, als ich die Unterlagen von meinem Anwalt einsehen konnte. Und ja, Freunde, wie gesagt, ich kann euch gar nicht mehr erzählen, das ist schon so lange her, was genau vor Gericht passiert ist. Also wir haben den Staatsanwalt und das ganze Gericht eigentlich schon ein bisschen hochgenommen, sage ich mal. Wenn sie mich wegen 66 Punkten anklagen und ich nur wegen 8 verurteilt werde, die ich freiwillig zugegeben habe, dann ist das schon so ein bisschen Armutszeugnis für das Gericht, sage ich mal. Und für die Zollbeamten, die wirklich über ein Jahr lang hier intensiv gearbeitet haben und versucht haben, alles gut zu machen. Ja, Freunde und liebe Zollbeamte, ihr habt umsonst gearbeitet, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall hat sich das nicht wirklich gelohnt. Für euch zumindest. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Beschluss hier. Der Beschluss kam am Juli 2019. Ja, wegen Sprengstoffgesetz, Waffengesetz, Rechtsanwalt, bla bla bla. Hier habe ich es nochmal alles weggeknickt, da stehen nochmal ein paar Dinge, deswegen. Hier steht es nochmal. Das Verfahren wird hinsichtlich der Anklagepunkte 65, 66 und 3 bis 10, 12 bis 28, 30 bis 52, 54 bis 56, 58, 60, 62 und 63 auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Hinblick auf die zu erwartende Verurteilung in diesem Verfahren bezüglich der verbleibenden Anklagevorwürfe gemäß Paragraf 154 Absatz 2 Strafgesetzbuch vorläufig eingestellt. Da steht es nochmal. Ja.
Die Kosten des Verfahrens und die Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse und der Angeklagte trägt seine eigenen Auslagen. So, Freunde, das heißt, in diesen ganzen Punkten wurde ich freigesprochen. Und in den 8 Punkten, was für eine Strafe habe ich da bekommen, kann ich euch ganz genau sagen, ich wurde abgemahnt. Ich habe eine Abmahnung bekommen, dass ich sowas nicht nochmal machen soll. Und mit dieser Abmahnung kam allerdings auch eine Auflage, die ich erfüllen muss. Keine Sozialstunden oder irgendwas der Art. Es ist eine Auflage, die ich jetzt auch nicht genauer erläutern möchte. Und ja, für mich ist die Auflage auf jeden Fall eine gute Strafe gewesen. Ich habe keine Bewährung bekommen, keine Haftstrafe, keine Geldstrafe. Also für mich lief es auf jeden Fall bestens. Ja, Freunde, es hätte natürlich auch anders kommen können. Ich habe Vorstrafen gehabt und so weiter. Sehr viele Sachen wurden bei mir gefunden. Aber ja, es lief auf jeden Fall sehr, sehr gut vor Gericht. Alles, wie wir das geplant in Anführungsstrichen haben. Und ja, Freunde. Also ich kann euch, wie gesagt, nicht empfehlen, wenn ihr auch vor Gericht müsst, seht das nicht als Freifahrtschein, denn glaubt mir, Freunde, das kann ohne den richtigen Anwalt, ohne eine fehlerhafte Anklageschrift, wie jetzt in meinem Fall, auch sehr, sehr böse enden. Also da kommt man dann auf jeden Fall, wenn man Glück hat, mit Bewährungsstrafe davon, wenn man Pech hat, mit Haftstrafe. In meinem Fall war es einfach noch krasser, dass ich nur eine Abmahnung und eine Auflage bekommen habe. Ja, Freunde. Was danach eigentlich passiert ist vor Gericht, nach dem Gericht meine ich. Ich bin direkt mit ein paar Kollegen nach Thailand in Urlaub geflogen. Hab mir da auf jeden Fall ein bisschen gegönnt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da mehr erfahren möchtet, könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram bei mir vorbeischauen. Und könnt da ein bisschen mehr erfahren. Ja, jeder, der mir schon auf Instagram folgt, weiß, dass ich nicht mehr lange hier in Deutschland bin. Und bald wieder zurück. Fliegen werde und ja, jetzt geht's leider nicht wegen diesem scheiß Virus. Deswegen sitze ich hier in Deutschland erstmal ein bisschen fest, aber auf jeden Fall werden noch ein paar Videos kommen bezüglich dessen, was ich jetzt so treibe, Freunde. Auf jeden Fall war's das. Ich habe genug geredet. Das Video ist auch über 10 Minuten, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall, Werbung läuft bei mir und haut rein, Freunde.